Im Beisein des brandenburgischen Wirtschaftsministers Ralf Christoffers wurde am vergangenen Mittwoch eine neue Grubenwasserbehandlungsanlage Vattenfalls eingeweiht. Die sogenannte GWBA am Weinberg wurde in den letzten anderthalb Jahren auf den Rekultivierungsflächen des Tagebaus Welt zur Süd errichtet. Dafür wurden etwa 35.000 Kubikmeter Erdreich bewegt, 500 Tonnen Stahl verbaut sowie 23 Kilometer Kabel verlegt. Also die Anlage wird uns in Zukunft unterstützen, die Ökowasserversorgung im Norden des Tagebaus Welt zu Süd zu stabilisieren. Also wir versorgen ja die umliegenden Fließe jetzt auch schon mit Ökowasser. Allerdings sind die Grenzwerte inzwischen schärfer geworden und die Wasserqualität ist jetzt entsprechend auch nicht mehr so gut, um die Anforderungen erfüllen zu können. Aus dem Grund ist die Anlage gebaut worden. Die 20 Millionen teure Investition kann bis zu 30 Kubikmeter Ökowasser pro Minute bereitstellen und führt zu einer Entlastung der Anlage Schwarze Pumpe. Bei der Umwandlung von eisenhaltigem Wasser aus dem Boden in eisenarmes Qualitätswasser für Ökosysteme müssen verschiedene Schritte durchlaufen werden. Der erste Schritt ist, dass man diesem Wasser sehr viel Sauerstoff zuführt in Form von großen Belüftern. Mit diesem Sauerstoff erreicht man, dass andere Gase wie CO2 aus dem Wasser herausgetrieben werden und man erreicht, dass das Eisen langsam oxidiert, um später mal die Größe von einem Rostflocken einzunehmen. Da man das in der ersten Stufe nicht ausreichend schafft, gibt es eine zweite sogenannte chemische Stufe. Dort wird Kalk hinzugegeben. Der pH-Wert erhöht sich dadurch und es bilden sich kleine Eisenflocken. Diese Eisenflocken backen zusammen zu größeren und dann kommt die dritte Stufe, das sogenannte Absetzbecken. Das sind zwei große Rundbecken und dort lässt man das Wasser einfach in Ruhe und diese zusammengebackenen Eisenflocken fallen ganz langsam an den Boden. Und darüber stapelt sich das saubere Wasser. Dieses saubere Wasser wird dann über Pumpen und Rohrleitungen in die kleinen Bäche bei Treppkau, bei Großdöppern eingeleitet. Und der Schlamm, der sich am Boden langsam absetzt, wird abgepumpt und an anderer Stelle verwertet. Blick auf, Wassermarsch. Mit den Worten Wassermarsch und einem gemeinsamen Knopfdruck nahmen Wirtschaftsminister Ralf Christoffers, Spremberger Bürgermeisterin Christine Hentier und Vattenfall-Bergbauvorstand Uwe Grosser die Anlage in Betrieb. Sie ist ein wichtiger Schritt dafür, einen ausgeglichenen Wasserhaushalt auch für künftige Generationen sicherzustellen und unter anderem der Verockerung der Spree entgegenzuwirken.